Ich bin relaxed und schau mir das Gelände an. Tag 1, Runde 2 und ich bin endlich dran. Ostblock ist da, Krater sind am Start. Der Gameplan steht, im direkt ist Feuer klar. Der Gegner ist mir neu, doch egal wer er ist. Kings auf der Hill kommen hart wie eine Fist. Marines stehen stramm, die Bolter im Anschlag. Veterans im Schock, immer bereit für einen Glanztag. Magnus kommt an, denkt er ist ganz hart. 20 Thunder Hammer später ist der kleine Handbänder. Morty ist mad und schreit, du bist mein Buddy tot. Wir springen die Laterne, schicken ihn nach Malifaux. Wir scoren hart, primär oder sekundär. Preschen nach vorn wie ein Pferd oder Legionär. Bleiben stabil wie Custodes mit Speer und Schwert. Unser Profil, unser Ziel ist die 1, komm her. Ja, da sind wir wieder. Ich soll jetzt hier den seriösen Part für Major übernehmen. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber deswegen zeigen wir euch einfach mal den imposanten Eingang in die Venue, weil im Vergleich zu Bremen kein Front oder so, macht schon mal einen sehr, sehr geilen Eindruck auch und so, geiler Geruch und so. Schauen wir uns mal an. Bis gleich. Oder kommt mal einfach mit. Oder? Riecht geil, Zimmer sehen geil aus und so, ne? Film die auch mal da kurz. Oder habt ihr was dagegen? Hier, Hamburg, Norden einmal am Start. Zwei Schneid, Sebastian auch am Start, Feuerbank mit Organizer. Von daher seht ihr schon die ersten. Da ist es Freitag erst. Moment. So, richtig nice. Schönen guten Tag. Genau. Hier auch sehr professionell mit Anzeige hier schon. Hast du, ne? Komm. Und jetzt geht's noch weiter. Zimmer zeigen wir euch jetzt nicht. Aber wir haben eine Badewanne, das ist schon mal gut. Und hier. Finde ich, sieht schon mal sehr geil. Dominik, grüß dich auch. Ich will dich gar nicht stören. Komm, machen wir so kurz. Das sieht eigentlich ganz geil aus von hier oben, Chris, ne? Man hört mich ja die ganze Zeit gleich, ne? Das ist das Gute. Und jetzt kommt er ins Spiel. Ja, genau. Jetzt kommt er. Er könnte Hase nicht spielen, da war es. Das ist jetzt richtig tief wieder drin. Ja? Das ist so richtig tief jetzt drin. Persönlichen Gründen. Ja, ja. Weil du warst ja am Anfang. Ich wollte ja gar nicht spielen. Ich wollte ja herkommen, Spaß haben mit den Jungs. Heute nämlich. Ja, wir wurden versprochen, heute geht hier um was. Das ist doch die geilste Kombination, beides zu machen. Nein, ja, deswegen danke. Und der kann, ich habe auch gehört, der kann auch was an der Pulle auch und so. Ja. Fußballspieler, MMA-Kämpfer und so. Ich glaube, das Ding. Ja, aber das ist auch, da sind auch Muskeln noch mit dabei. Das ist der Unterschied zu dir. Ja, das stimmt. Ja? Ja, bei mir ist das ja wegen der Schwertfahrt. Das, weil du so groß bist, ne? Ja, genau. Willst du jetzt hier noch drehen, oder was? Ja, jetzt müssen wir einmal. Komm, wir machen wieder. Ja, okay, alles klar, da sind wir wieder, Leute. Major musste einmal den Akku durchschleifen. Ihr seht hier, imposanter Eingang. Das sollen, glaube ich, auch die Final-Tische sein. War das richtig so? Ja, das sind die Top-Tables hier. Sieht ganz geil aus von oben. Ihr seht schon hier die ersten Leute, viele auch vom Feuerbug am Stissel, schnacken ein bisschen. Also ich bin echt jetzt tatsächlich noch mehr hyped als vorher. Geile Aufmachung. Ich habe mir viel vom Dingens versprochen. Genau, da müssen wir gucken. Da muss ich ja mal vorfühlen. Chris, du filmst mal. Ich muss mal kurz die Rechte einholen. Will irgendjemand nicht gefilmt werden? Hier? Ist jemand dagegen? Ich auch. Wer denn? Dein Ernst? Echt jetzt? Nee, alles okay? Okay, dann sage ich gleich Hallo, dann will hier irgendwas filmen noch kurz, ja? So, Leute, ihr seht auch hier Majors perfekte, wie sagt man so schnell, Übersichtsfilmungskünste. Ich habe keine reingenommen jetzt, ne? Keine was? Ich habe keine reingenommen. Ja, aber darfst du ja. Dürfen alle gefilmt? Ja, ich hab gefragt, ja. Also, aber sieht ganz geil aus hier, ne? Zeig mal das hier nochmal. Was denn? Achso, willst du machen hier? Ja, Platz 94. Kommst du mal? Nee, wir gehen da hin jetzt. Wir gehen da hin. Ja, wir gehen da hin, ja. Wir haben da gesehen, guck mal. Erstmal haben wir hier Target Priority direkt Internet. Sag erstmal Hallo. Moin, grüße dich. Schön, dass ihr da seid. Genau. Sepp hat schlau gemacht. Ich habe es auch versucht, meine Frau mitzunehmen, weil es gibt hier auch tatsächlich vom Conny, die Frau, glaube ich, ne? Die macht so ein bisschen Programm mit, ja. Karlsruhe. Genau. Finde ich richtig nice. Hätte ich auch gemacht, aber da war leider Familie-Event im Weg. Dann haben wir hier ein willst du nicht? Ja, zu spät. Jetzt nicht mehr. Alle. Dann haben wir hier ein Viertel der Pathfinder-Delegation, glaube ich, auch schon am Start. Uns wurde auch gesagt, hier sind die Spezialpreise fürs Event. Hier müssen wir uns aufhalten, denn hier geht es heute schon los.
Spielerin? Weibliche Spielerin, ja. Ja, okay, komm. Hier haben wir hohen Besuch aus dem Norden. Der Jan, ich grüße dich. Melli auch, sagen wir auch hallo. Kein Problem. Die, da haben wir gestern schon Bilder im Discord irgendwie gesehen, da wart ihr schon mit Conny irgendwie am Start. Genau, ne? Ja, schön, ja. Richtig, genau. Die machen es genau richtig. Jetzt sag mal schnell, was spielst du? Tau. Tau? Ja, ja, ich dafür bekannt. Tau ist schon. Oder? Ja, ich muss ja auch einmal Minuspunkte sammeln. Nein, das ist okay. Ja. Jetzt, doch, hier auf dem Turnier sammeln sie noch Minuspunkte. Ja. Mit dem neuen Update ist es abzuwarten. Ja, ich weiß, die Marines sind schon wieder interessant. Ich ist guck so, ja ne? Schon wieder. Ist so, ne? Ist so, ne? Hab ich gedacht. Das leuchtet mir in den Augen, ist gestern größer geworden. Ja, hab ich auch. Das war mein erster Herzinstinkt. So, oh, da geht vielleicht was mit Marines. Ja. Genau. Ich hab festgestellt, die Liste zusammengeklickt, die ich haben wollte. Ja. Oh, ich besitze 300 Punkte davon. Okay, das schaffst du in 14 Tagen nicht. Ich muss doch erst nochmal. Perfekt. Ja, und Melli, du hast ja tatsächlich eine richtig starke Armee, glaube ich, am Stand mit Drukhari Eldari oder so. Ja, nee, der Harlekin. Harlekin, genau. Ja. Und Drukhari überhaupt. Hast du die Spiele reinbekommen damit? Ja, zwei. Mal gucken, was kommt. Wie war? Ja. Ich musste gegen Tau ran und nur Meta-Armeen, deswegen, gucken wir mal. Ich weiß nicht. Ja. Nee. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so große Turniere, das wievielte ist das so? Habt ihr schon ein größeres gemacht? Bremen, glaube ich, oder was? Nee, Bremen waren wir noch nicht. Ja. Das mittelgroß. Mhm. Das Gimbot hatten wir Gimbot, mit irgendwie 60, 70 Spielern. Das war das, was da in diesem lässigen Beachclub dann war. Genau. Das geile Atmosphäre und mittelmäßige Tische. Ja gut, da wollen wir nicht zerreißen. Die Lung, das war das erste Mal. Die auf jeden Fall war auch total cool. Also super nette Jungs da, total Spaß gemacht. Und gute Bar hatten sie auch dabei. Also von daher. Das muss halt sein. Das hat richtig. Ich bin auf jeden Fall hyped von diesem Hotel. Ich kam hier rein. Mhm. Geiler Geruch, das seht ihr natürlich jetzt nicht. Aber Tische schon, man sieht auch so, wie das sich halt hier aufmachen wird. Ne? Ja. Leute schon da. Der LKW fehlt noch aus Holland, der soll jetzt in einer halben Stunde ankommen. Ah, das ist jetzt alles von Firebug hier dann, ne? Ja, genau, richtig. Geiler Vibe direkt hier, alle Leute gut drauf. Ne? Ja. Entschuldigung, können wir zwei Bier haben, bitte? Zwei große. Ja, zwei große, ja. genau. Dann haben wir Flo hier. Flo, Joe, die müssen wir auch noch mal kurz mitnehmen. Ein Anwärter hier. Du bist mit Harlekin da, ne? Hi. Bist du mit Harlekin da? Ja, genau. Du weißt, was das bedeutet, ne? Was denn? Wie Kassel, der Druck ist auf jeden Fall hoch, ja, ne? Ja, Micha hat mir richtig Druck gemacht, ne? Wie denn? Ja, psychologischen Druck in Kassel. Das, das hat er bei dir geschafft, ja? Ja, ja. Und du bist doch eigentlich eine mentale Betonmauer, habe ich gehört, oder nicht? Stimmt, ne? Gehalten. Ja, ja, stimmt gehalten, okay. Hat er gesagt, Platz 1 ist Pflicht auf dem Firebug? Ja, das war eigentlich, glaube ich, das Erste, was er zu mir gesagt hat, als ich angekommen bin am Vorabend. Okay. Ja. Weil ich denke, ich habe noch nicht ehrlich gesagt, es war so viel los, reingeguckt, haben wir richtig viele harte Harlekin-Spieler da mit vielen Void-Weavern. Fred hat, glaube ich, so nicht so viele, aber der ist ja sonst ein ganz guter Spieler. Ich glaube, 7 Harlekins insgesamt. Ja. Ne? Und waren da, hast du mal geguckt, waren da viele Boote so dabei? Gar nichts. Weißt du das? Weiß das irgendjemand hier, ob es viele Harlekin-Spieler... Zurückhalten. 6 hast du? Das ist schon wild. Ja, dankeschön. Genau, also 6 Boote hört man hier schon mal da und raus. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Hobby-Lag dabei, dass nicht jeder direkt die Boote und dann noch bemalt, dies, das, Knickknack am Start hatte. Aber was jetzt sehr gut ist, ne, mit dem Balanced Data Slate. Nicht die, die alle in der Post haben, denkt sich so wie ich damals mit den Buggies. Ah! Betrag X hätte ich auch mal spenden können für, keine Ahnung, ne? Soll ich noch irgendwas irgendwo machen? Oder sollen wir noch einmal... Willst du da? Muss ich da auch mitmachen? Hä? Ja, ja, ich bin da. Ich bin da. Das können wir machen. Das ist mein Produkt da jetzt auch, ne? Okay, perfekt. Sehr gut. Muss ich das jetzt jedes Mal ausprobieren? Nee, ich schreibe es dann auf. Sie okay, müssen mir nur Bescheid sagen. Okay. Super, dankeschön. Okay. Ne? Welche Nummer hast du? Ach so. Hab ich vergessen. Nachher merkt man es auf dem Zimmer. Schön. Ich auch jedes Mal wieder mit dir. Wie, 16 Bier habe ich an einem Abend getrunken? Tatsächlich hat der Major in Bremen, beim HO, hat er am Freitagabend 16 halbe vernichtet. Kannst du das vorstellen? Alleine. 16 halbe. Der ist danach auch gegangen wie so ein Ghoul von... Du musst da drücken. So Leute, um euch das optimale Feeling zu vermitteln, will der Major euch schon mal zeigen. Hier, wir sind jetzt hier beim Buffet. Soll ich da hingehen? Kommen hier. Hier seht ihr ein bisschen, wenn ihr euch einfach mal ein bisschen gönnt, geiles Event. Hier wird jetzt ein bisschen was zu essen. Feine Sachen hier, ganz feine. Für die Feinis unter euch. Hör mal. Mal ein bisschen Hauptgang, wunderschöne Terrasse, um euch das Feeling zu geben. Apfelkuchen vegan, perfekt für meine Frau hier auch, muss ich sagen. Boah, das muss ich mal kurz fotografieren nochmal, da freut die sich richtig. Da freut die sich richtig, Alter, Junge. Na,
Und ja, das willst du noch mal zeigen, wie die da kurz abholen? Also sieht richtig geil aus, ne? Bisschen Brokkoli hier immer. Oh, hier haben wir die Pathfinder Elite und die weitere Elite. Hier gibt's ein bisschen Salat. Das ist also nichts für dich. Den Bereich kannst du hier schon mal aussparen, ne? Und dann stellen wir uns an, ne? Und ja, mein Sinn, liebe Fotografen, Digga. Ich weiß nicht, was der Mario hier will, aber er führt euch jetzt hier an den Ende unseres Abends. Also er will nochmal das Zimmer zeigen, oder was? Weil? Ich habe kein Mikrofon! Ja, aber was willst du denn sagen? Worum geht's? Wir hatten einen schönen Tag, oder was? Ein geiles Zimmer auf jeden Fall, muss man sagen. Respekt geht raus, dies, das. Tut mir leid, aber der Adrian hat schon hart eingebechert. Es geht sich einfach nur darum. Wir haben jetzt mittlerweile 12 Uhr. Wie ihr seht, das ist unser Zimmer hier. Wir sind wirklich direkt vom Check-in zur Theke. Noch ein kleines Spielchen gespielt. Grüße angeht an Pittsburgh. Da hatte ich noch das Spiel und das Vergnügen. Und ja, haben uns da schön einen reingehauen und jetzt hier freitags sind wir eingecheckt. Er liegt schon da, so halb bestraft. Mal gucken, ob der morgen performt. Wirklich super schönes Zimmer. Also hier seht ihr einfach mal, wie es so aussieht, wenn wir so ein Turnier bestreiten. Also wirklich, das Turnier wirklich ist in einem Hotel. Super, super Badezimmer, auch wie ihr das mal seht hier. Da ist es alles drin. Natürlich kostet das dementsprechend. Also wir sind hier zu zweit bei 400 Euro für das Wochenende. 450. 475. Also Ticket, Hotel und Mittagessen. Also 475 Ticket, Hotel, Frühstück, Mittagessen und Abendessen ist dabei für 2 Tage. Und ja, wir zeigen euch morgen den Rest. Wir gehen jetzt beide pennen. Grinst nochmal einmal richtig heftig in die Kamera. Kicks um See, okay. Und morgen besprechen wir dann einmal den Rest. Ciao.